Kein schöner Raum. Das ist eine Werkstatt. Oh, die hat auch extrem eindrucksvoll. Nice. Eine extrem eindrucksvolle Werkstatt haben wir, das ist ja cool. Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play RimWorld hier in der Chaos-Kolonie. Das letzte Mal wollten wir eigentlich angreifen, aber dann ist uns nochmal ein Raid dazwischen gekommen, nämlich hier ein Stamm hat uns angegriffen. Davon konnten wir zwei retten, nämlich hier Blau und Wolle. Muss ich gleich mal gucken, waren die gut? Ich glaube, die wollte ich beide rekrutieren hier. Eifersüchtig und Rauschmittelfaszination ist natürlich ein Traum. Das ist der beste Mann. Den ja, ich glaube, wir nehmen ihn aber trotzdem. Warum wollte ich ihn nehmen? Ach so, Konstruktion, Handwerk, geistige Arbeit und Fernkampf 7. Sie hat Fernkampf 6. Ist das eine Sie? Nee, ich kenne sie, ist ein R, aber die Haare sehen so verdächtig aus. Neurotisch, das ist ganz okay. Psychisch abgestumpft ist super. Und hart arbeiten, das ist auch super. Also er ist richtig schnell im Arbeiten. Könnte Landwirt werden, ansonsten eher nichts. Es ist ein bisschen doof, aber wie gesagt, könnte Landwirt machen. Dann muss das Gorilla nicht mehr tun. Dann kann Gorilla sich voll und ganz aufs Craften konzentrieren. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich habe einen neuen Mod auch dazu genommen. Und zwar hatte ich mich ja das letzte Mal immer darüber beschwert, dass die Typen sonst wo essen. Nee, ich habe jetzt extra hier diesen Tisch weggerissen gehabt. Und da habe ich mir einen Mod besorgt, der dafür sorgt, dass die Kolonisten bevorzugt an Tischen essen. Und dann hoffe ich mal, dass dieser Tisch hier bevorzugt wird, weil das ist hier hübsch, wunderschön, ne? Extrem eindrucksvoll. Wenn sie da essen, ist alles super. Eventuell müssen wir den hier abreißen, weiß ich nicht. Wenn sie dann immer noch auf die Idee kommen, ja, hier unten der Tisch ist mir lieber. Wir können ja mal ganz kurz gucken in den Optionen, Mod-Einstellungen, ob es Einstellmöglichkeiten für den Mod gibt. Ich vermute mal nicht. Andere, nee, gibt nix. Hospitality, Simple Sidearms, Hand Me That Brick, Statistic Quality Plus, Setup Camp, Rim Fridge und Quality Builder. Nee, da ist nichts dabei. Der Mod heißt, glaube ich, Room Food oder so. Ja, und der sorgt halt dafür, dass die Kolonisten bevorzugt in Räumen essen. So, gucken wir uns das mal an, ob das funktioniert. Was macht Gorilla denn? Da hast du aber einen weiten Weg vor dir her. Ist ja noch jede Menge zu holen, ne? Ja, die Mortar sind ein Traum. Deswegen will ich eigentlich auch gerne mal eine Boomalob zähmen. Weil ich jetzt doch, ich habe noch ein paar Mal, ich gucke ja andere Let's Plays auch und die, ich weiß nicht, bloß die weiblichen, aber auf jeden Fall die weiblichen haben eine Boomalobs haben eine Milchfüllung. Und dann kommt dann Campfuel raus. Ich hoffe, das funktioniert hier bei der Boomratte auch. Die ist nämlich, die ist weiblich. Also wenn wir die zähmen, das wäre super. So, wir hatten Chamber einen Auftrag gegeben, genau die Kleidung schon mal herzustellen für unsere beiden neuen Mitstreiter. Wenn sie denn dann da sind, hier ist ein sehr eindrucksvoll 88, 87, okay. Das Bett ist auch legendär. Hätte man vielleicht aus Silber machen können. Wie ist denn das, kann ich das Bett zufällig aus Silber bauen? Wird das dann hübscher? Das ist die Frage, ne? Hätte das Bett aus Marmor bauen können statt aus Holz. Ein Marmorbett ist doch bestimmt hübsch. Haben wir so viel Marmor? Ja. Ja, ich versuche mal ein Marmorbett. Mal gucken, Befehle. Möbel. Bett. Ja, ich hätte gern Marmor. Ja, Marmor. Dann nutzen wir diesmal auch hier den Quality Builder. Und sagen nur legendär. Dann kann Pyro hier das mal aufbauen. Dann kriegt er ein legendäres Marmorbett. Das wird dann hier für Wolle, weil der ja eifersüchtig ist. Der braucht den schönsten Schlafplatz. Also das beste Zimmer überhaupt. Da Pyro und Hera aber hier diese überlegene Statue haben, ist das ein bisschen schwierig. Wir sind hier gerade so drüber im Moment. Deswegen knalle ich jetzt hier mal so ein Marmorbett hin, das hoffentlich legendär wird. Also hier dieser Qualitätsbilder, der funktioniert halt auf die Art und Weise, dass er
wenn der aktiviert ist, dann baut das Ding nur der beste Konstrukteur auf. Und wenn du eine Qualität einstellst, wie ich jetzt hier vor uns gerade auf Legendär, dann wird der Builder das automatisch abreißen, wenn es die Qualität nicht erreicht hat. Und baut dann sofort ein neues hin. Ne? Und dann bastelt der jetzt hier hoffentlich so lange das Marmorbett, bis da ein Legendäres steht. So ist zumindest der Plan. Wie viel Stahl haben wir? 1300, sehr gut. Wir haben auch HE-Granaten ohne Ende, sehr schön. Haben wir noch Campfuel? Sehe ich jetzt nicht. Wir brauchen auf jeden Fall 2 neue Rauchbandgürtel. Für unsere beiden neuen Mitstreiter. Also, falls die dann irgendwann mal mitstreiten. Wie schwer wart ihr denn zu rekrutieren? Ich habe gar nicht geguckt. Ein Meteorit. Ein großer Meteorit ist in dem Gebiet eingeschlagen. Hat ein großes Stück Silberader zurückgelassen. Hübsch. Wo ist denn das? Mann, das ist ein Stück weit weg. Hier hat man ja schon mal einen mit Uran. Und nochmal einen mit Silber. Das ist cool. Finde ich in Ordnung. Ja, unsere Leute, die kommen gerade zu nichts hier. Müssen die Fallen neu aufgestellt werden. Hier ist lecker Ambrosia. Das weiß ich nicht, was ich damit soll. Weil das ja süchtig macht. Den hier könnten wir, wenn es denen zu schlecht geht. Wie geht's denen denn? Was hast du denn? Fühle mich nicht gut, leichte Schmerzen in Gefangenschaft, krank. Du bist krank? Ach, wurde immun. Okay, das ist schon erledigt, sehr gut. Und sehr hungrig. Ja, aber Hera kümmert sich da schon drum. Hier kriegst du was zu essen. Hast leider keinen Tisch, also kriegst du jetzt gleich einen Abzug dafür, dass du auf dem Boden gegessen hast, aber da das sehr hungrig weggeht, ist alles gut. Richtig gemütlich. Sehr schön. Mein Rivale starb, leckere Mahlzeit gegessen, ja. Da ist die Stimmung gleich gut. Weil von der Stimmung hängt doch ab, wie schwer die anzuwerben sind. Ja, genau hier. Quatsche mal mit dem. Wie schwer ist der? 82, das geht. Der hier ist ziemlich einfach. Der hat aber auch keine tollen Stats, ne? Also hier das schon. Aber das hier eher nicht so. Blau ist da schon besser. Die müssten beide dann auch nochmal ein bisschen Schießen üben. Wir haben auch noch keine Waffen für sie, glaube ich. Hier liegt ein Scharfschützengewehr. Pyro. Was nur gerade? Direktstoff. Nee, hier, nimm erstmal dein Scharfschützengewehr wieder zur Hand. Haben wir schon was zum Einschmelzen für die ganzen Waffen? Exzellentes Stahllangschwert. Damit seid ihr angekommen, echt? Elefant. Elefant? Bist du dumm? Hai von Rauchblatt. Trächtig, 2. Semester. So. Ja, du bist ja ein Traumelefant. Der trächtige Elefant zieht sich erstmal den Rauchblatt-Joint rein. Nice. Bester Mann. Das hab ich noch gar nicht aufgepasst, dass die hier auch alle essen. Also ja, so Besucher essen, das ist super. Aber die hier sollten das ja eigentlich nicht. Ja, ich hab nicht aufgepasst, wie hoch die Chance ist. Hera ist schon auf 57 hoch. Das ist gut. Bei ihm hier, Wolle, der schläft jetzt auch schon mal. Aber du bist doch keine Nachteule, ne, bist du nicht. Naja, gut. Dafür ist er ja leicht zu rekrutieren. Kriegt man vielleicht trotzdem. So, was haben wir denn hier jetzt noch an Waffen? Ein legendärer. Oh, der ist aber fast hinüber. Hier haben wir noch einen Exzellenten, der geht noch eine Weile. Und hier ist auch noch ein Exzellenter, der geht auch noch eine Weile. Dann können die sich dann ausstatten, wenn die angeworben sind. Waffen ist halt die Frage. Die könnten zum Beispiel leichtes Maschinengewehr kriegen. Das ist ja nicht schlecht. Was hat denn das für eine Reichweite? 26, also knappe 26. Ja, die Trefferchancen sind nicht so hoch. Aber das ist erstmal in Ordnung. Da haben sie erstmal einen. Der Brandgeschosswerfer ist eigentlich nicht mehr da, ne? Das Sturmgewehr hier ist. Okay, könnte man noch nehmen. Also es ist nicht überragend, aber es ist auch noch nicht so schlecht, dass man es nicht mehr nehmen kann. Das Repetiergewehr hingegen ist schon ziemlich fertig. Hat aber auch keine schlechten Trefferwerte noch, trotzdem. Das ist ganz okay. Also Waffen haben wir. Brauchen wir keine neuen bauen direkt. Was haben wir denn an Bauteilen? 54. Wir könnten noch was bauen. Aber die brauchen ja auch noch
Helme und Schutzwesten. Die sind auch in Auftrag gegeben. Ah, Sturmgewehr habe ich auch zweimal in Auftrag gegeben. Okay, ja. Leichtes Zusammenbruchsrisiko und Donovan. Was los? Abscheuliche Umgebung, unschuldiger Gefangener ist gestorben worden und ich wurde beleidigt. Oh, nee. Und dann ohne Tisch gegessen. Was zur Hölle? Funktioniert das nicht? Guck mal, hier wäre auch ein Tisch. Er hat keinen Raum, aber das macht ja nichts. Da muss ich jetzt mal aufpassen. Nee, kann doch sein, dass das nie funktioniert. Dann mache ich den Mod nämlich gleich wieder raus. Und starte ich hier kurz nochmal neu. Und wir schmeißen den raus. Muss ich mal aufpassen. Die hier machen. Oh. 5,1% Chance. Gar nicht schlecht. Schön. Geht's. Da haben wir ihn wahrscheinlich relativ bald. Hier müssen wir mal ganz schnell. Ja, Kraftstoff organisch wird gemacht. Ah, die haben halt alle noch zu tun mit dem. Hier unten. Den Überfall da. Da die Überreste beseitigen. Ja, die Body, die Körper hat auch noch keiner weggetragen. Hier ist aber Platz, ja. Mein wunderschöner Friedhof hier. Bester Friedhof. Oh, hier nochmal Teufelsgarn, aber da haben wir noch jede Menge von, ja, über 2000. Gut, ein Chamber, ein alter, kleiner mehr drauf. Ist das hier eigentlich elektrisch? Nee. Sollte ich das elektrisch machen? Eigentlich schon, weil dann können sie schneller Zeug produzieren. Was ist denn, was wurde denn hier gemacht? Muss ich mal ganz kurz doof fragen. Also Savage Fabric ist zweimal. Immer alles, hä? Achso, alles was von toten Leuten ist, wird sofort gesavaged und dann... Ja, alles was schlecht ist. Hier würde ich gerne Teufelsgarn deaktivieren, aber naja, gut. Sonst noch irgendwas? Ja, und zweimal Staubmantel aus allem möglichen. Wir reißen das Ding hier weg. Hopp. Da kommt jetzt ein elektrischer hin. Hier, dieses Ding. Huch, nein. Das war doof. Hier, Kopie bauen. Nein. Das können sie dann an dem elektrischen machen, das geht schneller. Damit sie nicht immer so lange brauchen. Hier, oh, gleich legendär, wunderbar. Wie ist der Faktor? Komfort ist super, Marktwert ist 520. Ja, doppelter Marktwert, genauso habe ich mir das nämlich gedacht. Dann kann das Ding hier... Ja, was kommt dann damit? Ja, der ist ja jetzt über, komm. Stell den erstmal hier drüben hin. Und der kommt dann in die Mitte rein, genau. Dann hat er da einen hübschen Raum, hoffentlich. Hoffentlich gefällt ihm der. Wenn nee, dann fliegt er raus. Man kann ja irgendwie Leute auch entlassen. Wenn man sie nicht mehr mag. Ich weiß nicht, wie das geht. Habe ich nicht noch nie versucht. Ach hier, da. Verbannen, ja. Genau. Kannst du Leute entlassen, wenn du nicht haben willst. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, hier Wolle ist doch nicht so der beste Kollege hier. Dann kann ich ihn einfach entlassen. So, was ist bei den Tieren? Bei den Tieren ist alles gut. Sehr schön. Haben wir wieder bloß noch 4 Tiere. Was ist denn eigentlich mit Pants? Ja, Talos hat doch den Schaden, ne? Oh ja. Nicht so gut. Das ist nicht so gut. Haben wir bloß noch 4 Labradore. Ärgerlich. Ärgerlich. Da hatte ich extra welche weggegeben, weil ich dachte, wir haben zu viele und dann passiert mir gleich erstmal wieder ein Malheur. Pyro, was machst du? Ja, reiß mal das Ding da ab, wunderbar. So, ich gucke jetzt hier mal durch. Habt ihr alle jetzt hier ohne Tisch gegessen? Nein. Ja. Warum? Warum hast du ohne Tisch gegessen? Guck mal, was ist denn das hier? Siehst du das? Das ist ein riesen schöner Tisch. Selbst hier unten wäre einer. Chamber. Wie sieht's bei dir aus? Alles gut? Auch gut? Sehr gut. Und auch funktioniert. Verrottete Leiche gesehen. Arme. Ja, ist bloß einer ohne Tisch gegessen, nämlich Pyro.
Weiß ich jetzt nie warum. Wir können ja mal gucken, wann hier endlich. Wer hat denn als nächstes Hunger? Niemand. Wahrscheinlich O'Donovan, wenn sie aufwacht. Na gut, machen wir mal schnell. Muss ich mal gucken. Die haben jetzt alle keinen Hunger gerade. Vielleicht war der Tisch auch zu der Zeit belegt, weil hier unsere Gäste da gerade dran gesessen haben. Das kann natürlich sein, dass es deswegen nicht funktioniert hat. Weil die reservieren sich ja den Sitzplatz, sobald die hier auf die Idee kommen. Oh, jetzt muss ich aber. Haben wir mit denen gehandelt? Ich hoffe, ich habe in der letzten Folge noch mit denen gehandelt. Ansonsten waren die umsonst da. Sorry. Passiert manchmal. Lehrer ist nicht mehr inspiriert. Schieß raus. Schade. Ja. Möglichkeit. Bewusstloser Flüchtling. Muse Lehrer kontaktiert dich über Funk und bittet um Hilfe. Ist verwundet und kaum noch bei Bewusstsein. Ohne deine Hilfe wird sie innerhalb von 6 Tagen sterben. Aber Vorsicht, dort kann es gefährlich sein. Gucken wir uns mal an. Eigentlich will ich keine weitere Person haben. Flüchtling, noch 5 Tage. Wie weit ist denn das? Ja, Rechtsklick, so. Ein halber Tag. Ja, wir könnten sie natürlich abholen, wenn wir uns auf den Weg machen. Achso, was ich in der Aufnahme machen wollte, ich würde gerne diese Aufnahme endlich mal angreifen, den Außenposten. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin. Ich weiß noch nicht, ob man das mit den, ob man Mörser mitnehmen oder es einfach ohne Mörser versuchen. Natürlich riskanter ohne Mörser, aber ich denke, wir kriegen das hin. Wir haben gute Leute, die sind auch gut ausgestattet. Abgesehen hier von unseren Gefangenen natürlich. Die haben noch nichts und unsere Crafter müssen, also vor allen Dingen Chamber muss da schon mal dazu kommen, das Zeug herzustellen, was die brauchen. Noch 2 Hosen und dann wird sie sich hoffentlich hieran machen, den Kevlarhelm zu bauen und die Schutzwesten. Die Hose ist ja schnell gemacht. Das ist ja kein Problem. Hier ist eine meisterliche 51-prozentige. Hier ist eine exzellente 80-prozentige. Die Frage, was davon sie anziehen, das weiß ich nicht. Na gut, und wir bauen noch gleich 2 Sturmgewehre hinterher. Die kann ich aber mal auf den letzten Slot verbannen, die Sturmgewehre. Hier die Rauchwandgürtel vorher, bitte. Weil wir können denen ja erstmal die anderen Waffen hier geben, ne? Wir haben ja hier ein leichtes Maschinengewehr gut und ein Sturmgewehr gut. Das können die ja erstmal kriegen. Das reicht ja. Wenn ihr damit treffen, sie jetzt nicht unbedingt gut, aber die sind eh noch nicht besonders gut. Lehrer wurde gerade inspiriert. Sie wird bei ihrem nächsten Handel einen sehr guten Preis herausschlagen. Die Inspiration endet nach 8 Tagen. Oder wenn der Handel abgeschlossen ist. Zum Ort springen. Ja, toll. Wissen wir nicht, ob man derzeit jetzt erstmal einen Händler kriegen. Wie gesagt, wir sind ja wahrscheinlich eh noch eine Kleinigkeit hier. Ja, hier sieht hübsch aus da unten. Kommt halt keiner dazu, das wegzuräumen, weil unsere Tiere alle beschädigt sind. Und die Kleinen sind noch nicht so weit. Kleine lösen könnte man denen beibringen, will ich aber nicht. Die sind nämlich wichtig. Man könnte natürlich mehr von den Hunden halten und die dann tatsächlich auf Leine lösen trainieren, dass die auch angreifen. Quasi als Nahkämpfer. Dann sind die Nahkämpfer. Aber wir haben ja Jenny und Chamber als Nahkämpfer. Die haben beide sehr, sehr gute Schilde. Ja. Das sollte eigentlich auch gehen. Ja, Antilope. Warum ist denn der Nähtisch noch nicht abgebaut worden? Was macht Pyro eigentlich den ganzen Tag? Burschen. Was denn los? Bereits von Antilope benutzt. Hier, reiß ab. Egal. Kopie bauen. Muss Antilope kurz was anderes machen. Sorry. Wir müssen den hier mal regenerieren. So. Gut. Dann können wir das hier wahrscheinlich abbrechen. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Ja, hier jetzt. Kannst du das Ding aber auch bauen, ne? Nicht bloß abreißen. Komm, auch wieder aufbauen. Muss ich jetzt gleich die ganzen Arbeitsaufträge neu reintippen. Die gibt es leider keine Möglichkeit, die zu kopieren. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Drück mal hin. Wie viel Medizin haben wir? 51, sehr gut. Haben wir die Vitalmonitore schon oder forschen wir da jetzt gerade dran?
Komponenten und baut. Haben wir schon. Vitalmonitor haben wir schon. Wo könnte der denn dabei sein? Produktion? Nö. Strom? Ne, diverses, ja. Vitalmonitor. Nur 180 Stahl. Ja, hier dann. Zwei Stück hin. Dann sind die Betten hier nämlich schon mal perfekt ausgestattet. Dann bräuchte man noch drei Krankenbetten auf der Seite. Das ist ja ein bisschen ein kleines Krankenzimmer. Da müsste man vielleicht mal erweitern. Die Kolonie ist ja doch ganz schön gewachsen. Und ich will nochmal was anbauen. Pass auf, das ist was ich noch nie gemacht habe. Das vergesse ich immer. Aber das geht. Und zwar können wir einfach hier mal an dem Weg entlang so einen Streifen machen. Ups. Mit einer Anbauzone hier. So. Dann hier noch. Und da bauen wir nämlich keine Kartoffeln oder so an, sondern... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Drachenbaum? Beide? Nee. Oder wo ist es? Hier. Taglilie oder Rose. Ich weiß nicht, was davon die hübschere ist. 14 ist die Rose. Und die Lilie ist 18. Wachstumsdauer 1,5 Tage, Lebensdauer 7,5 Tage. Und die Rose... Wachstumsdauer 1,5 Tage, Lebensdauer 12 Tage. Das heißt, hier hätten wir gerne eine Rose. Und hier hätten wir gerne eine Lilie. Und das Ganze können wir jetzt hier unten auch nochmal machen. Auf dem Streifen. Ja, eine Anbauzone. Hier die ganze Länge lang. Upp. Sind das hier jetzt zwei? Naja, nee, Mist, das hat er verbunden. Das sollte natürlich nicht passieren. Aber wir stellen das jetzt hier mal kurz ein. Da hätten wir gerne Rose. Hier hätten wir auch gerne die Rose. Und hier müssen wir mal ganz kurz nochmal die Zone löschen. Das sollte natürlich so nicht passieren, dass sich das verbindet. Hier Zone entfernen. Hier das Stück. Okay. Anbauzone. Jetzt hat er sich nicht verbunden. Sehr schön. Hier nochmal die Rose hin. Und da auch nochmal die Rose hin. Dann sieht es nämlich alles hier hübscher aus. Könnten wir das hier draußen auch noch machen? Begrenzt. Weil wir nicht so viel Platz gelassen haben. Könnten hier mal hinmachen. Rose. Dann hier ein bisschen um das Ding rum. Hier dazwischen. Versuchen wir mal. Moment. Anbauzone. Ja, das Stück. Und dann das Stück noch. Und dann machen wir auch Rose hin. Weil Rose ist nicht so viel Aufwand. Die müssen sie ja auch nie ernten. Die werden bloß einmal gepflanzt und dann stehen die da und machen das Ganze halt hübscher hier. Man könnte jetzt hier beim Schießstand auch nochmal solche Dinger hinpflanzen. Warum eigentlich auch nicht? Hier, da. Haben wir nochmal zwei solche Streifen, wo Rosen angepflanzt werden. Da hübsch. Also hübsch ist es dann, wenn sie es fertig gepflanzt haben. Das geht auch recht flott hier. Gorilla ist schon dabei. Ja, hier hinten ist schon alles fertig fast. Sonnenwind macht ja auch ordentlich damit. Sehr schön. So, die neue Nähmaschine ist fertig. Wir brauchen Savage Fabric. Bis zur Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Und nur Totmannskleidung. Alles. Jeder darf das machen, ist ganz klar. Ja, darf jeder machen. Okay. Und dann nochmal Savage Fabric. Auch für immer. Und dann bitte alles, was unter 50% Trefferpunkte ist. Erlaube normale Kleidung, genau, wunderbar. Dann hätten wir gerne noch Staubmantel gemacht. Für immer Details. Hier nur bis zu Rang 18 oder so. Ihr dürft alles verwenden. Außer... Teufelsgarn. Warte mal, da müssen wir jetzt mal gucken. Teufelsgarn nicht. Zündgarn auch nicht. Nanofaser auch nicht. Ich glaube, den Rest können sie gut gerne nehmen. Wie sie lustig sind. Da ist jetzt hier auch Drambo-Fell dabei. Den machen wir mal auch aus. Okay. Und das Ganze müssen wir jetzt kopieren, was leider nicht geht. Aber wir erstellen uns den einfach nochmal. Für immer. Was hatte ich denn da jetzt eingestellt? 18 sogar bloß, okay. Ja, wir machen mal 19. 19.
Dann macht das nur Chamber nicht, weil Chamber ist ja schon auf 20. Dasselbe, kein Teufelsgarn, kein Zündgarn, keine Nanofasern und kein Thrumbolader. Nicht, dass wir welches hätten, aber falls wir mal welches kriegen, nicht, dass die mir das jetzt einfach hier verschwenden. Für irgendwelche Staubmäntel, die wir dann nicht nehmen. Oder die keine maximale Qualität haben. Ne, das wäre ja doof. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Hier wird ein moderner Helm hergestellt. Ist das schon der zweite? Nee, leider nicht. Das ist der erste. Wie lange brauchen der? Der geht eigentlich. Der ist relativ flott gemacht. Und Chamber ist jetzt auch nicht mehr die langsamste. Du hast doch dein Auge, ne? Ja. Naja, die Nase fehlt noch. Aber die Nase ist jetzt nicht so wichtig. Okay, sie ist hier. Das klappt. Also, geht so. Weil das hier ist ja kein schöner Raum. Das ist eine Werkstatt. Oh, die hat auch extrem eindrucksvoll. Nice. Eine extrem eindrucksvolle Werkstatt haben wir. Das ist ja cool. Kriegst du dann trotzdem hier... Ja, extrem eindrucksvolles Esszimmer. Hast du trotzdem gekriegt. Nice, sehr gut. Ja, das ist ja wunderbar. Hier oben ist auch jemand. Sehr schön. Dann hast du jetzt bestimmt auch den Bonus gekriegt. Hier, ja, extrem eindrucksvolles Esszimmer. Sehr schön. Dafür habe ich das nämlich gemacht. Dafür ist der Mod da. Dass die Leute das auch nutzen immer. Und nie irgendwo essen. Muss jetzt hier bloß mal gucken, dass das auch klappt immer. Hier hat es nicht geklappt bei O'Donovan. Da war sie wahrscheinlich zu weit weg. Das kann natürlich sein. Solange wie es nicht zu oft passiert, ist das in Ordnung.